Ja, damit sind wir wieder im Studio und unser Gast, unser ganz spezieller Gast, ist in dieser Sekunde auch gerade eingetroffen. Ich darf Sie begrüßen. Kommen Sie einfach ins Bild gelaufen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wir haben gerade den Bericht gesehen von der Grundsteinlegung. Und was ich sehr markant finde, der Sturm hat sich gelegt, war ein Satz an dem Abend. Die Studenten demonstrieren nicht mehr so wie noch vor 2 Jahren, als Grewe sein erstes Geschenk übergeben hat. Aber dennoch gibt es ja Protest vom AStA über die Nutzung des Gebäudes. Wie stehen Sie dazu? Ich glaube nicht, dass es Protest gegen die Nutzung des Gebäudes gibt. Es gibt eindeutig abgesprochene Nutzungsprogramme, denen dann AStA zugestimmt hat. Und ich kann eigentlich den Konflikt im Hinblick auf die Flügelbauten nicht sehen. Als zweiten Gast haben wir heute im Studio durch das plötzliche Eintreffen, ist das etwas untergegangen, Sonja Lattwiesen vom AStA. Ja. Kannst du kurz erzählen, es geht um einen Kindergarten, der auch in die Flügelbauten rein soll, aber an einer anderen Straße kommt einer weg. Kannst du uns das mal ein bisschen aufklären, worum es da geht? Also wie Herr Lüthi eben schon sagte, es ist korrekt, also direkt um die Flügelbauten geht es nicht mehr. Das heißt, dass der Kindergarten nicht in den Flügelbauten oder dass in den Flügelbauten kein Kindergarten eingeplant werden kann, das steht schon seit längerer Zeit fest. Es ist allerdings so, wie Katharina Duffner eben in dem Beitrag schon sagte, dass die Flügelbauten daran geknüpft sind, dass dann kein anderes frei werdendes Uni-Gebäude verkauft wird. Die Fachbereiche Jura 1 und 2, um die es sich dreht, die in der Jonsallee 68 vertreten sind, würden in die Flügelbauten, also die hätten andere Nutzung oder könnten andere Räume bekommen. Die Jonsallee ist gefährdet. Wir hätten da gerne einen Kindergarten hinein gehabt. Herr Lüthi hat dem AStA von vor 2 Jahren dort einen Kindergarten versprochen und wir fordern, dass dieses Versprechen eingehalten wird. Wie sieht es mit diesem Versprechen aus? Gestern konnte man noch im Videotext vom Axel Springer Verlag lesen, Lüthi hätte sein Versprechen gebrochen. Stimmt das nicht? Ist das eine Journalistenente oder... Es ist eine Ente. Also es gibt Übereinstimmung zwischen AStA und mir, dass wir in der Universität eine Kinderbetreuungsstätte brauchen. Die Frage ist, wo wir sie einrichten können. Da gibt es mehrere Überlegungen. Einmal das Gebäude in der Jonsallee. Ich habe aber auch zur Diskussion gestellt, ob man in Zusammenhang mit den Sportflächen eine geeignete Regelung treffen kann. Das größere Problem sehe ich im Augenblick in der Frage, wie überhaupt das Konzept finanziert werden kann. Denn eine Kinderbetreuungseinrichtung für Kinder, die stundenweise sich dort aufhalten sollen, brauchen eine dauerhafte und hauptamtliche Betreuung. Und diese Vergütung einer hauptamtlichen Betreuung ist bisher nach meiner Einschätzung nicht gesichert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass studentische Eltern sie finanzieren können. Und ich will mit dem AStA zusammen nach Möglichkeiten suchen, dieses Problem zu lösen. Finanzieren ist das Stichwort. Was wird aus dem Gebäude in der Jonsallee? Das kann man heute nicht sagen. Das Gebäude ist in der Nutzung der Universität. Solange es in der Nutzung der Universität bleibt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir 1-2 Räume für den Aufenthalt von Kindern zur Verfügung stellen. Aber verkauft wird es nicht, oder? So kann ich das nicht sagen. Es gibt gegenwärtig eine überbehördliche Arbeitsgruppe des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, in der alle stadteigenen Grundstücke unter der Fragestellung geprüft werden, welche von ihnen zur Haushaltssanierung verkauft werden könnten. Aber Grewe hatte doch an das Geschenk die Bedingung geknüpft, dass keine anderen Gebäude verkauft werden. Ganz so ist das nicht richtig. Herr Grewe hat eindeutig gesagt, und das ist sogar vertraglich vereinbart zwischen Hamburg und ihm, dass sein Gebäude zur Verbesserung der Raumausstattung der Universität führen muss. Und das ist auch unstreitig. Das Problem ist, dass davon völlig unabhängig in ganz Hamburg, nicht nur für die Universität, sondern auch für andere Behördenbereiche, und zwar ohne unsere Mitwirkung als Universität geprüft wird, ob es Gebäude gibt, die zur Haushaltssanierung verkauft werden können. Natürlich werden wir dem gegenüber immer die Raumansprüche der Universität geltend machen. Von euch war schon zu hören, dass ihr, ich sag mal, nennt es mal Protestkindergarten organisiert. Stimmt das oder wie wollt ihr euren Standpunkt vertreten? Der AStA hat ein Seminar, wir bauen eine Kinderkiste, ins Leben gerufen. In diesem Seminar soll ein Kinderspielplatz im Garten der Jonsallee demonstrativ symbolisch gebaut werden.
Das bedeutet natürlich, dass der Aster dort Gelder erstmal hineinsteckt, dass wir dort erstmal investieren müssen. Es ist ja noch unklar, was mit der Jonsallee passiert. Es ist ja durchaus möglich, dass die Jonsallee, dass wir erreichen, dass die Jonsallee im Nutzung der Universität bleibt. Das heißt, dass wir dort einen Kindergarten hineinplanen können. Hm. Wir können nicht länger warten. Bei uns steht jeden Tag eine Mutter auf dem Platz und fragt, wohin jetzt mit dem Kind? Ich habe die und die Vorlesung oder muss in den und den Raum. Und wir können höchstens sagen, wickeln kannst du dort. Mehr können wir nicht sagen. Und es ist bitter, also müssen wir irgendwo anfangen. Wir sind wieder im Studio. Bei mir ist vom Aster Sonja Lattwesen und Uni-Präsident Jürgen Lütje. Es geht um die Grundsteinlegung der Flügelbauten. Wir hatten das mit dem Beitrag schon ein bisschen umrissen. Diese Flügelbauten sind von Grewe geschenkt worden für 70 Millionen Mark. Und dennoch gab es von euch Kritik. Ja, also im Zusammenhang mit diesen Flügelbauten, oder nein, nicht im Zusammenhang mit den Flügelbauten, aber im Zusammenhang damit, dass Räume in Zukunft frei werden, sollen eben andere frei werdende Gebäude verkauft werden. Die Uni, also wir sehen den Bedarf eines Kindergartens. Der Aster möchte gerne zum Beispiel in der Jonsallee 68 einen Kindergarten errichten. Dieser Kindergarten ist momentan gefährdet, sowohl von der Finanzierung als auch eben dadurch, dass das Gebäude verkauft werden soll. Der Aster stellt konkrete Forderungen an den Senat, andere Möglichkeiten zu schaffen, dass wir einen Kindergarten betreiben können, in dem die Kinder nicht nur zu festgesetzten Zeiten, sagen wir mal von 8 bis 12 oder maximal eben von 8 bis 4 betreut werden können, sondern in dem die Betreuung flexibel ist, das heißt auch für die Bedürfnisse der Studenten entsprechend. Ein grundsätzliches Problem bei dem Geschenk sehe ich, warum spendet jemand 70 Millionen Mark? Ein Journalistenkollege meinte zu mir auch, vielleicht wird da doch ja ein anderes Gebäude vorhergegeben und jetzt kommt ja auch schon die Diskussion auf, ob ein anderes Gebäude geschlossen wird. Das ist vielleicht noch nicht das Filetstück, aber wie stehen Sie zu so einem krassen Vorwurf, dass das vielleicht nur ein Tauschhandel sei, die Flügelbauten gegen eine andere gute Fläche, die die Universität in der Stadt hat? Also das kann nur jemand sagen, der nicht informiert ist. Ich kenne die Motive von Herrn Dr. Grewe und Frau Grewe, weswegen sie die Flügelbauten gestiftet haben. Herr Grewe ist Absolvent der Universität Hamburg, hat an ihr sein Studium erfahren und möchte einen Teil des Vermögens, das er im Laufe seines Lebens zusammen mit seiner Frau erwerben konnte, dank der gesetzlichen Bedingungen und dank seiner unternehmerischen Tüchtigkeit, einfach an die Gemeinschaft zurückgeben. Und ich finde, das ist eine so positive Motivation, dass man daran keine Kritik üben sollte. Die Frage des Verkaufs von Gebäuden der Universität oder auch anderer öffentlicher Einrichtungen in Hamburg stellt sich völlig unabhängig von den Flügelbauten im Rahmen der Haushaltssanierung. Und ich meine, es wäre besser, wenn in dieser Diskussion nicht die beiden Vorgänge praktisch durcheinander gerührt würden, sondern man die beiden Fragen sehr sorgfältig trennen würde. Die Flügelbauten sind ein ganz großartiges Geschenk für die Universität. Davon unabhängig werden wir natürlich darauf achten müssen, dass nicht in der Universität der Ausverkauf unserer Räume und Gebäude geschieht. Das ist ein gutes Stichwort, denn es ist ja bezeichnend, dass die Universität auf diese wirtschaftliche Hilfe von außen doch extrem angewiesen ist. Von Ihnen war auch zu lesen, vor ein paar Wochen im Abendblatt haben Sie Ihre Freude ausgedrückt über die VW-Stiftung, die, ich glaube, waren es 5 Millionen Mark, ja, der Uni zur Verfügung stellt. Ist das nicht bezeichnend? Weil bis Hagen plant auch gerade ein neues Konzept, nachdem die Studienzahlen wieder runtergehen sollen von 12.500 auf 11.000 und jede x-te Stelle, wir wollen jetzt auf keine Zahlen festlegen, gestrichen wird. Aber gespart wird in der Uni ja erst nicht seit zwei, drei Tagen. Ich kann das Ihnen bestätigen und niemand weiß besser, was das bedeutet, als ich, der ich diese Stellenstreichung vollziehen muss in der Universität und versuchen muss, daraus noch das relativ Beste zu machen, indem wir versuchen, diesen Verkleinerungsprozess der Universität zu gestalten. Wir müssen in den nächsten Jahren, und zwar bis über das Jahr 2000 hinaus, jede zweite frei werdende Stelle an der Universität streichen. Der Senat will an der Universität etwa 1500 Studienplätze weniger anbieten.
Dazu dienen diese Stellenstreichungen, die dann vor allen Dingen zur Haushaltssanierung beitragen sollen. Ich persönlich habe meine Meinung nie verhehlt, sondern sehr öffentlich geäußert, dass ich glaube, dass das eine falsche politische Prioritätensetzung ist, die dazu führen wird, dass 1500 Abiturientinnen und Abiturienten in Hamburg keinen Studienplatz finden werden und dann auf dem Lehrstellenmarkt andere Schulabsolventen aus den knappen Lehrstellen verdrängen werden. Ich habe die Sorge, dass diese Politik die Ausbildungsnot verschärft. Und ich denke, da gibt es keine unterschiedliche Einschätzung zwischen Asta und mir. Trotzdem, wenn diese politische Entscheidung so getroffen ist, kann die Universität nur versuchen, diesen Prozess der Verkleinerung so vernünftig wie möglich zu gestalten. Und das versuche ich. Das ist genau die Frage, ob es da eine Übereinstimmung gibt. Müssen halt alle sparen und dann muss eben auch an der Uni jede zweite Stelle gestrichen werden? Also wir sehen das sicherlich ganz ähnlich, aber wir sehen es so, dass wir auch Druck auf die Politiker ausüben müssen. Denn die sind es, die das Geld uns eben nicht mehr zuteilen oder vielleicht auch nicht mehr zuteilen können. Aber es ist so, dass Bildung durchaus auch ein Standortfaktor ist und als solchen sollte man ihn doch durchaus positiv beurteilen. Natürlich wird dem Aster momentan vorgeworfen, dadurch, dass er starr nur auf die Interessen der Studierenden achtet, andere Interessen auszuklammern. Aber wir sehen es eben so, wir müssen auch an uns denken. Das bedeutet, wir brauchen Mittel. Und es ist so, dass die Universität ja auch Arbeitsplätze schafft, dass die Universität Kaufkraft schafft in Hamburg. Es ist so, dass wir Akademiker Potenzial für die Zukunft sind. Was ich bezeichne an dem Sparzwang ist, dass die Technische Universität in Harburg von diesem Sparen quasi ausgenommen wird. Auch in dem neuen Plan von Hagen, so war zumindest im Abendblatt zu lesen, wurde die Vermutung geäußert, wird Harburg nichts einsparen. Das bedeutet ja im Klartext, wenn gespart wird und dort eine Art Elite-Universität gezüchtet wird, muss in den anderen Stellen ja noch mehr gespart werden. Natürlich ist die Finanzsumme, die den Hochschulen zur Verfügung steht, ein System kommunizierender Röhren. Der Senat hat eindeutig entschieden, dass den weitaus größten Teil der Einsparungen die Universität Hamburg erbringen muss, obwohl die Studiennachfrage an der Universität Hamburg von allen Hamburger Hochschulen am größten ist. Richtig ist, dass die Technische Universität Hamburg-Harburg ihre weitere Entwicklung aus einem garantierten Finanzierungs- und Stellenbestand finanzieren muss. Das sind Bedingungen, die natürlich günstiger sind als die Entwicklungsbedingungen der Universität. Würden Sie dafür plädieren, dass das anders wird, dass da anders verteilt wird? Nein, ich spiele nicht eine der Hochschulen gegen die anderen aus, sondern ich bin überzeugt, dass wir nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit gegenwärtig eine falsche politische Prioritätensetzung haben. Wenn Sie sich einmal vor Augen halten, in den letzten 20 Jahren ist der Anteil der Bildungs- und Hochschulausgaben am Bruttosozialprodukt, also am Reichtum unserer Nation, um etwa ein Drittel bis ein Viertel zurückgegangen, obwohl in der gleichen Zeit die Zahl der Studierenden sich verdoppelt hat und die Zahl der Menschen, die ein Studium begonnen haben, um 70% gestiegen ist. Das heißt, wir finanzieren heute viel weniger Bildung als etwa in den 70er Jahren. Und wir wissen, dass die internationalen Vergleiche Deutschland inzwischen auf einem der schlechtesten Plätze unter den Industriestaaten ausweisen. Das können wir uns nicht erlauben. Wir verspielen damit unsere Zukunft. Betreibt die Uni vielleicht beim Sparen auch den falschen Weg, indem überall etwas gespart wird, jede zweite Stelle gestrichen wird? Wäre es vielleicht nicht radikaler, in einigen Bereichen, vielleicht auch einen ganzen Bereich ganz zu schließen, damit die Öffentlichkeit auch überhaupt auf das Problem aufmerksam wird? Weil so kann man sagen, der Betrieb läuft ja weiter. Das wäre vielleicht spektakulärer und kurzfristig taktisch, vielleicht sogar geschickt. Langfristig würde ich das für verheerend halten. Denn einer der großen Reichtümer der Universität Hamburg, selbst nach diesen Einsparungen, ist ihre fachliche Vielfalt. Diese fachliche Vielfalt entspricht übrigens den Bedingungen des Hamburger Arbeitsmarktes. Mehr als 2/3 bis 3/4 des Hamburger Bruttosozialprodukts wird
erwirtschaftet in einem ganz vielfältigen Dienstleistungssektor. Und deswegen würde es keinen Sinn machen, weniger Fächer anzubieten und damit eine größere Zahl gleichqualifizierter Menschen, sondern Diversifizierung der Qualifikation, möglichst große Vielfalt von Bildungsangeboten ist eine viel sinnvollere Strategie, auch für die Entwicklung der Freien und Hansestadt Hamburg. Seht ihr jetzt die einzige Alternative noch dazu, Studenten zum Streik aufzurufen? Oder was sind eure politischen Möglichkeiten dann noch? Ich glaube, die Streikbereitschaft ist derzeit nicht da. Also das Problem daran, Fachbereiche zu schließen, das würde vielleicht die Studenten dieses Fachbereichs hochbringen. Das haben wir im vergangenen Semester beim Fachbereich Evangelische Theologie gesehen. Es ist aber so, dass die Schließung von Fachbereichen zum Beispiel auch für die Studierenden sehr nachteilige Auswirkungen hat. Also momentan ist an der Universität Hamburg auch ein Studium Generale möglich. Das heißt, nicht direkt als Studiengang, aber dass man doch auch über seinen Fachbereich, über den Teller hinausschauen kann. Das finde ich sehr wichtig und da ist der Erste mit mir einer Meinung. Andererseits... Also wir müssen auf jeden Fall durch Demonstrationen und Aktionen weiterhin die Bürgerschaft auf uns aufmerksam machen, das ist ganz klar. Wir haben auch in der flügelgebauten Grundsteinlegung eine Möglichkeit gesehen, einmal die Politiker direkt anzusprechen. An der Stelle sind wir schon weit über die Zeit vorangeschritten, als wir dürften. Darum bedanke ich mich herzlich bei Ihnen beiden dafür, dass Sie hier ins Studio gekommen sind.